Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part waren wir dabei stehen geblieben, hier den Typen zu töten, der Hopfnertopf eingenommen hat. Granterbrück, Hopfnertopf ist unsere Hauptstadt. Jetzt sind wir noch auf der Suche nach dieser geheimen Notiz hier. Wir haben im letzten Part einen Höhleneingang noch entdeckt und den checken wir jetzt mal ab. Ich vermute mal, dass es das sein muss, weil ich wüsste nicht, wie wir noch irgendwie tiefer kommen können. Ihr müsst nämlich mal wissen, das ist auf dieser Ebene der Schatz. Das heißt, eigentlich ist das hier alles zu hoch. Ich hoffe einfach mal, das ist es jetzt. Sonst habe ich gleich ein Problem. Und es ist ganz schön dunkel. Ich mache mal eine Fackel an. Ob es das jetzt besser macht, gut. Weiß ich nicht. Mann, das dauert aber ewig. So. Wenn man keine Zeit hat. So, nächste Tür. Und da haben wir schon eine neue Fähigkeit. Ach, da geht's sogar hoch. Müssen wir gleich mal gucken. Buch des Wissens. Neue Fähigkeit. Und zwar eine für den Nahkampf wieder. Irgendwas mit dem Tritt anscheinend. Sparta-Kick. Ich kann kein Deutsch. Sturzflug der Valkyria. Steige in die Luft auf und schmettere auf deinen Gegner herab. Das hört sich richtig geil an. Let's go. In die 2. Damit. Wir haben da noch einen Schatz. Wo ist denn der? Ist der hier in der Nähe? Der ist hier oben. Wir gehen mal hier hoch. Mal gucken, was wir hier noch finden. Da schon mal nichts, wenn ich in die Richtung gehe. Ach, guck mal, hier käme man doch rein. Na gut. Wir haben es halt anders gelöst. Was habe ich denn da drin vergessen? Und warum ist da noch ein Gegner? Fragen über Fragen. Entschuldigung. Geil. Nein. Los, Sehnen. So, Truhe plündern. Und dann gibt es hier sicher noch eine Schriftrolle, gell? Ja, hier. Bleibt dem Sumpf fern, sie lauern im Sumpf, eine grausige, entsetzte Gestalt. Sie zu zerstören heißt, einen Dämonen zu wecken. Und zwar die Art, die deine Seele verschlingt. Haltet euch fern, haltet euch fern. Okay, dann halten wir uns mal fern. So, unsere Aufgabe ist jetzt aber eigentlich, nachdem wir hier alles eingenommen haben, zurück zum Lager zu kehren. Okay, heute mit dem Deutsch, das lassen wir mal. Das wird heute, glaube ich, nichts mehr. Na gut, gehen wir mal zurück. 200 Meter sind es nur noch. Hier sind wir hochgeschlichen. Das hat ja mit dem Schleichen auch nicht so gut funktioniert, aber das könnt ihr euch gerne im letzten Part noch anschauen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Mittlerweile finde ich auch, das Spiel läuft sehr, sehr performant. Es gab ja mal ein Update irgendwie. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat oder ob AMD vielleicht noch einen Treiber nachgeballert hat. Ich habe zumindest nichts mitbekommen, aber... Ich bin sehr, sehr froh, dass es sehr, sehr flüssig läuft und ohne Lags. Yo, die feiern mich. Oder uns, besser gesagt. Wenn ihr mit dabei wart. Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Galen zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Galen hat sich selbst getötet. Ich hätte auch um Hilfe gebeten. Ich tat nur, was die Ehre gebot. Wir sagen mal, dass wir auch um Hilfe gebeten hätten, damit sie sich nicht irgendwie minderwertig fühlt. Ich hätte an deiner Stelle dasselbe getan. Das beruhigt mich. Aber da war noch was. Das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, als Kona Soma. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Aha. Auf bald, Eivor vom Raben-Clan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Granterbrück wieder. Also war Galen wirklich der Verräter? Gehe ich mal davon aus, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich noch mit dem Angriff zu tun gehabt.
Eivor! Ja? Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränger. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Du willst im Raben-Clan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Wir können immer Unterstützung gebrauchen. Willkommen, Dränger. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Ach, dafür die gepackten Taschen. Hat sie das schon länger geplant? Na gut, darum müssen wir uns gerade nicht kümmern. Eine Insel der Aale. Quest abgeschlossen. Und damit haben wir auch wieder einen Level-Up, Fähigkeitspunkt, was auch immer. Wir wollten irgendwas, gell? Ne, irgendwas Geschlecht wollen wir gerade nicht ändern. Gebt mal kurz die Fähigkeiten her. Und ich habe wirklich nachgeguckt, das ist neu. Also, dass man hier sieht, wo was herkommt. Was gibt's denn hier? Jagdkombo. Lass einen Pfeil fliegen, sobald der Bogen fertig gespannt ist, um das nächste Spannen zu beschleunigen. Interessant. Paradeschaden. Erfolgreiche Paraden. Warte nochmal kurz. Okay, das haben wir ja auch rausgefunden, dass wir parieren können mittlerweile. Das Stampfen brauche ich halt nicht. Ich versuche mal hier drüber rum zu kommen, weil ich wollte das hier, gell? Ja, das wollten wir. Das ist die Richtung hier, da passt alles. Mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Vorerkunde. Randvi, wer ist denn Randvi gewesen? War das die aus unserem Lager? Ja, anscheinend. Hier 160, was sind wir denn eigentlich für eine Stufe mittlerweile? 90 ist noch ein bisschen hoch und ja, wir haben aktuell noch ein bisschen Probleme. Komm, wir holen das noch und dann teleportieren wir uns zurück. Weil das scheint machbar zu sein noch. Wahrscheinlich nur einsammeln. Und kann man nochmal kurz hier die Grafik loben? Also wirklich, was so in der Videospielgeneration oder in den Jahren jetzt, wo ich spiele, grafisch sich getan hat, ist echt atemberaubend. So, guck mal her. Und wir haben noch ein paar Vorräte. Ja, wir bräuchten eigentlich mehr zum Überfallen. Weil... Ach, da hinten gibt es noch was. Dann holen wir das, bevor wir mit ihr sprechen. Weil... dann können wir auch noch ein bisschen ausbauen. Mal gucken, was wir dann bauen können. Ich würde das vielleicht mit den Rekruten machen oder mit der Schiffswerft. Ich muss mal gucken. Vielleicht können wir auch das Haupthaus ausbauen, was uns halt irgendwas bringt. Ich weiß nicht, was die Festmaulstärke ist. Da haben wir viele Gebäude für, aber das würde ich dann erstmal hinten anstellen. Ich hoffe verständlicherweise. Hafnertopf. Hafnertopf. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt richtig ausspricht. Ich sage immer Hafnertopf einfach. Ist irgendwie leichter zu merken. Was haben wir denn hier? Boah, das möchte ich nicht beantworten. Oh, wir haben hier einen Wasserfall. Ist das schön. Wahrscheinlich im Wasserfall, gell? Oder hinten? Ne, hinten dran ist nichts. Dann oben vielleicht. Hallo? Spiel. So, das immer wieder. Das Spiel hat sich mal kurzerhand gedacht. Ich mache erstmal Schluss. Der Schatz da oben ist viel zu geil. Ja, keine Ahnung. War es sonst auch noch nicht. Und irgendwie die Aufnahme hat auch nicht geruckelt oder so. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Das hatte ich auch so noch nicht. Aber na gut. Habe jetzt neu gestartet und dann hat das gepasst. Hier ist doch jetzt noch irgendwo ein Schatz. Da unten. Warum wurde mir der vorhin oben angezeigt? Oder
Gut. Hier ist wahrscheinlich dann irgendwo doch ein Eingang. Hätte ich mir denken können. Ja, natürlich ist muss ich das freischalten, die Höhle? Das kann natürlich sein. Gut, dann müssen wir... Also ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen sollte, wenn es schon eine Möglichkeit gibt. Aber dann sprechen wir erstmal mit Ranmi. Okay, hier sind wir wieder in der Stadt. Und danach bauen wir unsere Siedlung aus. Und dann gucken wir mal. Ach, das war der mit den Antworten. Was geht hier vor sich? Holmgeir möchte die Kunst des Spottstreits in den Dreck ziehen. Ich weise ihn zurecht. Es ist grobschlächtig, ungenießbar und unerfreulich. Ich würde dich ohne jede Übung schlagen. Könntest du nicht, du neunmal Tumber. Eivor, richtest du über unseren Spottstreit? Können wir gern machen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich spiele nur zu gern den Richterbrüder. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich fange an. Wie ein Ei dem anderen gleicht Holmgeir mir. Doch er ist nur ein Kiesel und ich ein Saphir. Als Zwillinge einzig die Dichtkunst uns trennt. Und zeitlebens sieg ich und Holmgeir flennt. Nicht übel, aber pass mal auf. So ein Spottstreit ist albern und leicht vorgebracht. Man muss nur dafür sorgen, dass irgendwer lacht. Doch im Leben zählt anderes um so vieles mehr, wie die Dichter und die Maler und die Kunsthandwerk-Kehr. Ja, Kehr. Ha, was hältst du davon, Eivor? Holmgeir ist der Linke, gell? Ich sage, Holmgeir gewinnt. Ich wusste es. Mein Sieg soll in deinen Ohren widerhallen, Alvis. Ich werde diesen Tag des Sieges über dich für die Ewigkeit... Warte mal, das ist der Falsche, gell? Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, Eivor. Ich hoffe... Wir laden nochmal ganz kurz. Hey! Moment, das war... Entschuldigung, ich habe den Falschen ausgewählt. Wir sehen uns gleich dort wieder. So, da sind wir wieder und wir wählen in diesem Fall Alvis aus. Alvis hat eindeutig gesiegt, Holmgeir. Von dir habe ich nichts anderes erwartet, Eivor. Du hast kein Ohr für solche Dinge. Eine Schande. Vielen Dank, Eivor, dass du die natürliche Ordnung anerkennst. Immer wieder gern. So, jetzt haben wir auch die richtige Person ausgewählt. Ich dachte, Holmgeir wäre der andere. Aber passiert. So, Hallöchen. Wie schön, dich zu sehen. Das finde ich auch, schön, dich zu sehen. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Seh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Die Dänen von Grantaburgskir sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat einen Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie, auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Bündnis geschlossen, Grantabrück. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Frag ihn bei Gelegenheit, was ihn herführt. Er scheint eine größere Gilde zu vertreten. Die Kindesaugen oder die augenlosen Kinder? Augenlose Kinder? Nein, das kann nicht stimmen. Frag ihn besser selbst. Okay, werden wir machen. Und wir haben Rohmaterialien dafür bekommen. Hui, schön. Da können wir gleich weiter ausbauen. Und Vorräte haben wir genug. Aber dann quatschen wir mal kurz mit den kinderlosen Augen oder den augenlosen Kindern. Oder den anderen Namen. Ich glaube, das war ein anderer. So, Hallöchen. Oh, hier sind provisorisch echt ein paar neue Häuser dazu gekommen. Hallo. Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet ihr sprechen. Randvi sagte mir, ihr seid Händler. Ah, hallo, hallo. Bist du der Anführer dieses geschäftigen Lagers? Ich spreche für den Anführer. Ja, das bin ich. Wir wollen ja unseren Bruder
dessen Namen ich auch vergessen habe, nicht hintergehen. Eigentlich sind wir es nicht. Wir kommen im Namen der Tausend Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der Tausend Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Wirkt so ein bisschen, kennt ihr aus Breath of the Wild, die eine, die in dem Labor arbeitet, die sich so verjüngen ließ. Irgendwie wirkt das so, als gehört er da auch dazu. Sag, woher kennst du mich? Und woher kennst du mich? Die tausend Augen haben auch tausend Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Ah ja. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand, aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. Ah, das ist der Markt, der mit dem man ingame bezahlen kann. Gut, tägliche Auswahl, da haben wir Valkyrenhose. 100, 120, 50. Rechter Arm, ein Tattoo. Ja gut. Nichts gefunden? Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Aber ich bin froh, dass das in unserem Lager ist. Bist du auch ein Freund der tausend Augen? Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Stimmt. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier? Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Den wünsche ich dir auch. Warte mal, dafür haben wir jetzt 50 Opale. Jetzt könnten wir ja doch einkaufen. Oder waren die schon draufgerechnet? Dann haben wir kaum Opale. Perfekt. Dann jetzt, was ist unsere Aufgabe? Wir müssen wieder mit Ranvi sprechen, oder? Erfülle 10 Verträge. Reiche Siedlungsstufe 3. Okay. Was haben wir denn zum Ausbauen? Lass mich mal gucken. Wir haben eine Bäckerei. Wir hätten das Kriegslager. Schaltet Jormaks Wikinger-Funktion frei. Müssen wir mal gucken. Schiffswerft. Aussehen deines Langschiffs. Du findest Vorlagen dafür, während du die Welt erkundest. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Tätowierungswerkstatt. Hier kannst du deinen Haarschnitt ändern oder dich mit Tätowierungen schmücken. Auch nicht. Ich bei Ruadan kannst du Pferde erstehen und diese und deinen Raben verwalten. Oder Museum. Wacht über eine Sammlung antiker Schätze, bring ihm römische Artefakte und er wird dich belohnen. Vielleicht machen wir das. Das hört sich noch was an. Dann machen wir doch mal erstmal das Lager da unten und dann das Museum. Wenn wir dafür noch Rohstoffe haben, ich weiß gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht zusammengerechnet. Wir gucken mal. Wo müssen wir denn hin? Hier. Will der erst mit uns reden? Was ist da hier was deine Aufgabe? Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Du musst Sache. Ein Kriegerlager bauen. Ansonsten werden unsere Kämpfer weich. Und das können wir nicht zulassen. Okay. Ich muss gehen. Bleib gesund. Alles Gute. Danke, dir auch. So, was hast du zu sagen? Ach, guck mal, Birna. Birna, willkommen im Nest des Rabenclans. Ich freue mich, Sonnenschein. Was für eine bunte Ansammlung von... Woher wirst du eigentlich beleuchtet? Ich fühle mich wie zu Hause.
Du bist zu Hause. Komm ein wenig zur Ruhe und sieh dich um. Wir werden in Kürze wieder aufbrechen. Genau. Ein schneller Schluck und eine kurze Rauferei, dann bin ich wieder kampfbereit. Gut zu wissen. Dann bauen wir dir mal ein Lager, damit du auch glücklich bist. So. Und dann hier einmal. Schalte die Jormax-Wikinger-Funktion frei. Let's go. Ich glaube, wir haben noch einige Ressourcen, die wir benutzen können. Gebäude abgeschlossen. Kriegslager. Jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Was heißt das denn? Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomswikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. Okay. Haben wir dafür ein ganzes Set? Was war das? Die Kalorie. War das das? Ja, anscheinend haben wir dafür ein ganzes Set. Warte mal, was macht er eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie gut er ist. Das ist nur das Aussehen, oder? Oder? Hoffe mal. Sonst haben wir ein Problem. Ja, Bogen haben wir irgendwie. Wir müssen gleich mal einen Bogen kaufen. Ja, passt. Zubeißen. Haben wir noch jemand anderes? Zubeißen. Jormax Wikinger speichern. Bist du sicher, dass du dieses Menü verlassen möchtest? Du kannst das einmal ausgewählte Geschlecht und Aussehen deiner Jormax Wikinger nicht mehr ändern. Was ist denn Aussehen? Ist mir relativ schnuppe eigentlich. Nehmen wir den, oder? Sieht stattlich aus. Wie ein Anführer. Schlangenzunge, keine Ahnung. Loi, der. Ja, oder Loi, der Unsterbliche. Komm, der ist cool. Der ist groß, der hat Macht. Naja, komm. Neue Jormax-Wikinger erschaffen. Lodin, der Unsterbliche. Warum kann ich das eigentlich nicht mehr ändern? Ach so, eine gute Frage nebenbei. Gut. Hallöchen. Eivor Wolfsmal. Lass mich Teil deiner Mannschaft sein. Für Beute und Ruhm. Ja, aber was bringt mir das? Eifin hat von deinem Erfolg gehört und wäre geehrt, sich dem Clan anzuschließen. Jormax-Wikinger sind ehrbare Krieger, die einen strengen Verhaltenskodex folgen und ihrem Leben den Kampf verschrieben haben. Sie kämpfen an deiner Seite, solange du sie bezahlen kannst. Wie häufig muss ich die denn bezahlen? Der sieht schon cool aus. Komm, wir heuern ihn mal an. Führe deine Klinge mit meiner. Weise Verbündete um Jormax über das Kriegslager in deine Siedlung ein Langschiff zu. Ja gut, das können wir dann mal machen. So, jetzt lass erstmal einen Bogen kaufen. Hallöchen. Ich möchte... was macht deine Schmiede so, Gunnar? Erzähl mir, was du hier tust. Komm einfach vorbei, wenn ich deine Waffen und Rüstung verbessern oder verziehen soll. Cool. Was kannst du mir heute anbieten? Ich hätte gern... Das kann ich dir besorgen, klar. Das ist doch mein Bogen. Achso, das ist Aufrüsten, okay. Die hier sind schon komplett aufgerüstet anscheinend. Und das sind die Dinge, die er auf Lager hat. Aber darunter ist kein Bogen, deswegen... Fernkampfschaden wird durch Schwerwachpunkttreffer erhöht. Wie viel haben wir denn davon? Wir könnten eigentlich aufrüsten. Ja komm, machen wir mal. Weil wenn wir keinen anderen haben... Können wir mal... Das ist. Jetzt siehst du noch mächtiger aus. Danke, du möchtest aber sicher nur deine Sachen verkaufen. Bis bald. Bis zum nächsten Treffen. Jo, bis dann, Gunnar. Lasst mal kurz gucken, ob wir eine Rune dafür haben.
Wie mache ich denn das? Mittlere Maustaste. Angriff Betäubung. Machen wir eine kleine Rune rein. So, jetzt haben wir noch. Können wir noch das Museum? Nein, was? Ja, komm, ab zum Museum. Was ist denn das hier? 100. Achso, da können wir eine Mission auswählen, oder wie? Wahrscheinlich sollten wir das machen. Aber dann verbessern wir schnell noch das Museum. Und dann suchen wir uns noch eine Mission aus. Ich glaube, die Folge wird etwas länger als sonst. Aber ist ja wahrscheinlich nicht schlimm. Hallo. Salve, Eivor. Salve. Wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich bin Octavian Claudius Britannicus, ein Sammler römischer Relikte. Das ist mal ein Name. Wenn du dich fragst, was ich der Siedlung biete, brauchst du nur auf das größte Imperium zu blicken, das die Welt je kannte. Ja, ich habe ihre großen Trümmerstätten gesehen. Immer beeindruckend. Aber du hast sie noch nie in ihrer alten Pracht gesehen. Und das kann ich ändern. Natürlich brauche ich einen Ort für meine Sammlung. Ich baue dir etwas, sobald ich kann. Hab Geduld. Ja, das machen wir schnell. Wally! Was heißt Wally? Hört sich an wie eine Beleidigung. Nein, ich muss gehen. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ich glaube, der beleidigt uns. So, interagieren. Wir bauen ihm da was Schönes hin. Für den Anfang ganz gut. Museum. So, dann gehen wir mal rein. Was hat er jetzt anzubieten? Müssen wir ihm was bringen? Haben wir was zum Bringen? Eivor, warst du jemals verliebt? Warum fragst du? Ich will wissen, ob du das Gefühl kennst, wenn dir dein Herz aus der Brust gezogen wird, während es dem flüchtigen Objekt deiner Begierde folgt. Ich frage mich, ob du je den bitteren Schmerz fühltest, deine Liebe in jemand anderes Armen zu sehen. Ich habe diese Qual erlebt. Und Maximilian war der Grund. Bitte, ich war der Grund? Oh Götter, nein! Nein, 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 nein. Maximilian ist eine Schlange, ein Igel, eine schleimige, blutsaugende Natter von einem Mann. Bitte? Er stahl mir meinen Schatz. Eine perfekt erhaltene Statue eines Legionärs. Das ist alles, wonach es mir verlangt. Zuletzt hörte ich, Maximilian hätte sich in oder um Lunden verkrochen. Mit meinem Liebling als Geisel zweifellos betatscht und begafft. Solltest du ihn je sehen, richte ihm meine Grüße aus. Was heißt, spuck ihn an und dann hol meine Statue zurück. Eine Rivalität für die Ewigkeit. Haben wir römische Artefakte? Nee. Gut, dann mal anders. Ich schätze, das wird vorerst reichen. Gut, dann haben wir eine Quest und jetzt gehen wir nochmal schnell rein und gucken auf die Missionskarte. Was steht für uns an? So, hier hoch. Und dann nochmal durch das Haus. Irgendwie hier wird wahrscheinlich das Ding hier mit der Festmannstärke zu tun haben. Interagieren. Was können wir damit machen? Hammer. Okay. Cool. Aber irgendwie weird. Aber gut. Hallo. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, Granta Brück gehört uns. Stufe 90, Stufe 20. Erzähl das machen mir wir doch. Nigra-Kester-Schier. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Heopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Der Fuß zittert ein bisschen von Eivor. Ja, das machen wir doch. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Kreopedon ist recht weit im Norden, am Trent. Das freut mich zu hören für diesen. Also danke für den Tipp, will ich damit eigentlich nur sagen. Gut, dann wissen wir schon, was wir im nächsten Part machen. Ich würde sagen, das war doch sehr erfolgreich, auch wenn wir hier viel Zeit verbracht haben. Aber ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Tschüss.